Ja, vielen Dank, Herr Präsident und Herr Priggen und Herr Ott, da Sie gerade da sind. Übrigens, die Idee mit Toll Collect zu übernehmen, die ist cool. Aber nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Berufspendler, ich möchte auch die CDU loben und die FDP loben. In der schwarz-gelben Landesregierung zur Förderung des Radwegebaus Mitte 2008 hat der nichtmals als Besonderverkehrsteilnehmer oder Fahrradfahrer bekannt gewordene Minister Wittke auch das Allee-Radwege-Programm gestartet, welches bis heute nachwirkt und uns ohne jeden Zweifel viele schöne neue Radwege geschenkt hat, Herr Rehbaum. Damals hat die CDU die Notwendigkeit und die Angemessenheit anerkannt, den bis dahin vernachlässigten, auch von Rot-Grün vernachlässigten Ausbau von attraktiven, leistungsfähigen und zukunftssicheren Radwegen voranzutreiben. Leider ist von der Einsicht heute nicht mehr viel übrig geblieben. Heute haben wir die kuriose Situation, dass SPD und Grüne so tun, als ob sie Radwege und Radschnellwege fördern würden. Sie planen aber gar kein Geld dafür ein. Und wir haben CDU und FDP, die Angst haben, SPD und Grüne könnten vielleicht doch irgendwann Geld für Radwege ausgeben und dies auf jeden Fall verhindern wollen. Die These der CDU: Wenn wir Geld ausgeben, damit Berufspendler mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, dann können wir weniger Geld ausgeben, damit Berufspendler mit dem Auto zur Arbeit kommen. Und weil die Autofahrer so viel Geld brauchen, haben wir kein Geld mehr für die Radfahrer. Frage an die CDU: Was kostet weniger bei Bau- und Instandhaltung? Ein Radweg oder eine Straße? Wie könnte man also bei knapper Kasse wenig Geld also am effektivsten einsetzen? Sie beschreiben in Ihrem Antrag, Luxus sei mit einer Schuldenbremse nicht mehr möglich. Aber was ist Luxus? Mit dem Rad zu pendeln oder mit einem Wohnzimmer auf vier Rädern und Verbrennungsmotor? Ich will die Verkehrsträger gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich habe für jeden Berufspendler Verständnis, der nicht das Fahrrad nutzen möchte. Aber Radfahrern attraktive Wege zu verweigern und gut ausgebaute, teure Straßen als selbstverständliches Recht eines jeden Autofahrers zu betrachten, hat nichts mit Ideologiefreiheit und gleichberechtigter Entwicklung aller Verkehrsträger zu tun. Und wenn Sie meinen Radschnellwege, übrigens, ich zahle nur 36 Euro pro Jahr, das kann es nicht sein. Und wenn Sie meinen Radschnellwege seien zu teuer, normale Radwege täten es auch, dann folgende Idee: Einspurige Straßen sind auch viel billiger als Autobahnen. Und wenn man Schotterwege rot anmalt, sollte man den Berufspendlern doch das auch reichen. Ungefähr das muten sie nämlich den Radfahrern zu. Nur weil es üblich ist, dass Autofahrer hindernisfreie Straßen haben und Radfahrer nicht. Wenn man nämlich Huckelpisten hat, dann passieren nachher noch Unfälle. So. Und sie verlangen einen bedarfsgerechten Ausbau des Radverkehrs. Bereits jetzt pendeln 8% der Arbeitnehmer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es werden aber keine 8% des Kommunal-, Landes- und Bundesverkehrshaushalts für Radwege ausgegeben. Zu Recht weist die CDU darauf hin, dass der Landeshaushalt 2014 nur 9 Millionen Euro für Radwege an Landesstraßen vorsieht. Dazu kommen noch mal 10,6 Millionen Euro für Nahmobilität. Die haben Sie vergessen. Es ist richtig, dass diese Beiträge bei weitem allerdings nicht ausreichen, um die erkannten Bedarfe und die Radschnellwege zu finanzieren. Deshalb haben wir auch Vorschläge eingereicht, um das zu verbessern. Deshalb haben wir Haushaltsanträge gestellt, um die Radschnellwege schneller umsetzen zu können und einen bedarfsgerechten Ausbau für die Berufskenntler zu ermöglichen. Und natürlich auch, dann, damit höhere Attraktivität auch mehr als diese 8% der Berufspendler erreichen. Zum Wohle des Landeshaushalts im Endeffekt und zum Wohle von Gesundheit, Lebensqualität, Umwelt, Gesellschaft und der verkehrsbelasteten Städte auch. Ein Ziel könnte sein, von 12 Berufspendlern soll einer vom Auto auf das Fahrrad umsteigen. Damit müsste sich der Fahrradberufsverkehr verdoppeln. Das geht nicht mit Linien auf vielbefahrenen Straßen oder mit farblich abgesetzten Pflaster auf Bürgersteigen. Das geht nur, wenn wir das Fahrrad aus der Nische des Freizeitbereichs herausholen. Fast jeder hat ein Fahrrad, viel eher als ein Auto, aber die Fahrräder brauchen Wege und Strecken, um gefahren zu werden. Also müssen wir dieser Fahrradinfrastruktur unsere Aufmerksamkeit schenken und die erforderlichen Schlüsselinvestitionen stemmen. In den Niederlanden, Herr Klocke hat auch eben andere Länder erwähnt, Dänemark. In den Niederlanden gibt es schon seit 5 bis 8 Jahren Radschnellwege, die dort selbstbewusst mit Fahrrad staufrei beworben werden. Und aus einzelnen Fahrradstrecken hat sich ein Netz von Radschnellwegen
gewoben, die das Land überziehen und so Verkehrsträger integrierende Mobilität ermöglichen. Niederländer fahren nicht deshalb mehr Fahrrad, weil sie bessere Menschen wären als wir in NRW. Sie fahren mehr Fahrrad, weil sie es können, aus Gründen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.